Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever. Und ja, Leute, es ist endlich soweit. Ich habe letztes Mal schon angekündigt, dass wir hier hinten was Großes machen werden. Und jetzt wird das endlich gemacht. Hier hinten kommt ein XXXL-Gedöns an Güterverkehr und sonst was hin. Wir müssen nur gucken, dass es ordentlich aussieht. Und schon verkackt. Nein. Eigentlich schon, aber Leute. Wie es in der Mensa hier sieht, eigentlich fast alles so aus wie verkackt. Hier drüben kommt nämlich noch ein Güterbahnhof, Güterabfertigung von Dings hin. Und da verkehrt eben ein, zwei LKWs hin und her und holen erst hier die Sachen ab hin und her und da 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 und da. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir werden das mal probieren, auch wenn ich gerade die Tür spare und nie weiß, ob das funktioniert. Obwohl, eigentlich dürfte es funktionieren. Weil das sieht man ja hier und dann wartet das hier und wird aber... Ja gut, das ist eben jetzt so eine Sache, die relativ groß und schwierig wird und mehr als nur ein Part jetzt dauert. Der Part soll ein bisschen kürzer sein. Und wir werden erstmal hier alles... Scheiß drauf. So. Gut. Und zwar, wir werden das jetzt mit ein, zwei Sachen mal probieren jetzt. Die Frage ist bloß, wir gehen an die Straße ran oder gehen wir hier hinten? Keine Ahnung, wie man das jetzt machen soll, oder wie man das koordinieren müssen. Wir müssen jedenfalls von hinten jetzt aufräumen, dass es nach und nach so die mitkriegt, aha, da ist eine Strecke, die braucht das und das. Ja, Maus, ich weiß, irgendwie fühlt ihr euch nicht wohl. Die zittern wie verrückt irgendwie. Ist halt kein gutes Zeichen, wenn sie zittern. Ich will dann nochmal einkaufen gehen, gucken, ob ich irgendwas Neues für die finde, dass sie was zum Klettern oder sowas haben, nicht wahr? Irgendwie ist bei denen gefühlt nichts in Ordnung. Ja, ich weiß, dass hier nichts angeschlossen ist, aber wenn ich kein Geld habe, dann ist es so. Na gut, jetzt habe ich einen kleinen Sprung gemacht, Leute, denn ich brauche unbedingt das Geld, um das jetzt natürlich zu probieren, ob das funktioniert. Wir machen jetzt einen eigenen Güterbahnhof oder Güterabfertigung, wisst schon, Gedönse hier hin, weil weiter kommt ja unser lieber Herr Freund nicht. War nicht möglich, ja, okay, es war mir irgendwie fast schon klar, denn wir brauchen... Von der Straße aus, dann auf die Straße, damit es so aussieht ordentlich. So. Nee, sieht kacke aus. Wir wollen das einigermaßen gerade haben. Das passt doch. So. Dann machen wir unseren Güterabfertigung hier hin. Natürlich mit der größten Straße, denn es soll sehr, sehr viel Verkehr hier sein. Soweit wir alles so einigermaßen aufgebaut haben, soll das alles noch neu ein bisschen angeregt werden, so mein Vorschlag. Wir müssen mal gucken, dass man, also dann, wenn genug Geld da ist, so einigermaßen fast alles verkaufen, ist jetzt mein Plan. Wir müssen jetzt mal kurz gucken, wo wir hier unsere Autos kaufen können, ob ich überhaupt hier was habe. Das hat es gerade komisch angehört, als ob ich mich mehrmals höre. Müssen wir hier unten eben die Autos kaufen. Kaufen wir uns erstmal ein paar kleine Güter-LKWs. Von denen gibt es keine neuen. Und ich lasse mal, was wollen wir eigentlich jetzt hier fahren? Wir probieren erstmal, ja, ist eben die Sache, was fehlt in der Stadt Schmiedling. Fehlt zum Beispiel ein Werkzeug, was dort oben relativ viel hergestellt wird. Machen wir jetzt das als erstes Test mit Werkzeugen. Viel LKWs brauchen wir, glaube ich, nicht. Oben werde ich mit einem Schwerlast fahren. Hat den Grund, dass ich dann mehr hin und her transportieren kann. Ja, sieht natürlich scheiße aus mit denen, aber
Ich will die auch mal ein bisschen nochmal benutzen, damit es gut aussieht. So, wir lassen hier die DHL fahren, wenn sie uns Werkzeug erfahrt. Meine Mäuse hat man im Hintergrund laufen. So. Kaufen wir Werkzeugdinger. So. Linie zuweisen, bekommen natürlich eine neue Linie. Die muss erstmal erstellt werden. Von hier aus. Hier hin. Wenn sie hier Werkzeug brauchen. Ne, wo wird ein Werkzeug gebraucht? Da war zwar gerade einmal Werkzeug, guck mal hier unten. Aber das nimmt er erstmal mit ein. Das ist für unseren Test, glaube ich, schon okay. Das müssen wir dann noch alles ein bisschen mehr ausbauen. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt, wann ich eigentlich aufgehört habe. Rauszuscutten, das Vorspulen. Ja, glaube ich, keine so nice Idee gewesen. So, wir brauchen dann als nächstes brauchen wir ein Schiff. Ein Schiffi. Und ich muss gleich husten. Niesen meine ich. Nicht husten, sondern niesen. Ein Güterschiff. Natürlich aber auch ein relativ großes. Machen wir gleich das größte. Bauen schon mal alles um, dass er nur Werkzeug transportieren kann. So und so. Dann dauert es wieder, bis wir ein bisschen Geld eingenommen haben. Denn wir sehen, 11 Millionen sind das gerade mal im Jahr ungefähr plus, die ich jetzt im letzten gemacht habe. Da war aber auch ein Jahr eben, wo ich wenig überhaupt nichts eingekauft habe. Jetzt habe ich wieder was eingekauft. Das heißt, es wird schon weniger plus und es dauert wieder, bis wir ein Plus eingenommen haben. Okay, irgendwas läuft bei uns hier relativ richtig falsch. Ich kann mir noch nicht mal irgendwas leisten. Irgendwo sind hier tiefe Minus einge... Ach du heilige Macaroni. Oh. 2 Millionen. Oh, das tut ja weh. Das tut ja richtig weh. Warum, ist die Frage. Die werden gar nicht ausgelastet mehr. Die wären gar nicht mehr ausgelastet, Leute. Wir müssen mal kurz hier so gut wie alles schließen. Um zu gucken, was hier eigentlich falsch läuft. Also hier, die sollen Stahlmaschinen Stahl warnen. Also hier sollen sie Stahl abliegen. Wartet mal, so, und zwar, hier muss es irgendwo ein Star, ja, das war's, aus irgendeinem Grund, Holzbahn Neu-Ulm, Kunststoffwaren, also weil hier unten ja Kunststoff aus irgendeinem Grund ankommt. Genau, war ja was. Schlacke Bahnhof. Aber. Oh, es ist eklig. Ist das räudig. So, warte mal. Und zwar. Star. Von hier. Muss er hierhin fahren. Also da holt hier unten, holt er die Waren ab. Fährt in die Stadt, ladet sie ab. Fährt raus, holt den Stahl ab und fährt hier hoch. Stahl. Und schafft das aber auch in die Stadt wieder rein. Und ich hoffe, das war jetzt gut, weil das hatte sich ja hier alles umgebaut irgendwie. Werkzeug war. Also deutsch gesagt, wir müssten ja eigentlich fast alles nachgehen, was hier nicht stimmt. Das erklärt zum Beispiel hier, warum 2 Millionen minus sind.
1 Million minus Treibstoffwaren. Die nehmen sowieso relativ wenig ein. Das sind solche Sachen, die müsste man jetzt mal durchgehen und sich fragen, warum sie nicht so viel wie hier machen. Also würde ich, glaube ich, noch einen Zug hier drauf setzen, wird aber alles kompliziert, weil ich oben alles umbauen müsste. 1 Million minus hier Baumaterial. Warum machen die kein Plus? Sind das vielleicht zu viele Fahrzeuge? Oder machen die einfach keinen... So, die fahren hier oben los. Aber was machen sie hier oben? Ach so, ja klar. Nee, doch. Hier kommt ja irgendwie Baumaterial an. War das nicht so? Schlagebaumaterial, genau. Nur der Zug wird's. Also es ist doch ein bisschen komplizierter, als man dachte, dass hier wirklich alles umzuändern ist, weil nee, irgendwie sind manche Dinger ja weggesprungen, ihr seht es ja, oder ihr habt es gemerkt. So, was hier unten jetzt abgeht, habe ich überhaupt keinen Plan. Ach klar, hier kommen die Baumstämme an. Aber die bringen keine Baumstämme mehr. Weil die jetzt die Kohle haben wollen. Die wollen Kohle oder zwei Bau... Nee, stopp. Baumstämme, Baumaterial. Okay. Wollen die hier hinten vielleicht noch irgendwas haben? Nee. Gut, das glaube ich, sehen wir uns nächstes Mal nochmal. Schon da noch ein paar bisschen quatschen. Wie gesagt, zwei Produktionen im Voraufnahme. Mehr gibt es jetzt nicht mehr. 2 Wochen also. Paar Sachen jetzt noch aufnehmen und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen rum da. Wenn nicht, einen Daumen rum. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, wenn sie. Ciao, ciao.